weil ich nämlich gar nicht auf den warten muss. Und die hier werden nämlich tatsächlich schon früher getriggert, nämlich wenn ich da bin. Und das ist zu gefährlich, das lasse ich lieber sein. Das spart nämlich auch kaum. So, jetzt hier drüber über den Kollegen. Hier hoch. So. Jetzt kommt wieder die Phase, wo ich mich wieder richtig konzentrieren muss, ey. Im Moment, ich lese den Chat sofort. Level halt ab jetzt leider nein, das war so gut. Ich war schon wieder zu schnell. Wie würdest du das mit dem Spiel zeigen? Meinst du das Discord, wenn runterladen? Also ich meine das mit dem Spiel zeigen, wir gehen in den Discord-Call einfach rein, ich mache Bildschirmübertragung an und dann kann ich jetzt zeigen, wie ich das spiele. Praktisch ein Discord-Stream. Ich weiß nicht, ob das woanders auch geht, um ehrlich zu sein. Warum hat der eine Vogel denn den anderen gekillt? Und wie ich das mit diesem Spiel hier meine... Ja, es nervt mich jetzt einfach nur noch dieses Level. Weil ich ein ungeduldiges Mensch bin. Und dieses Level leider Geduld fordert. Ganze Zeit, die ich rausgeholt habe, wieder weg, ey. Ich bin mal gespannt, wie knapp das hier bemessen ist, ey. Okay, gut, das habe ich auch mal geschafft, ey. Also, ich werde heute Abend wohl noch daddeln, aber ich weiß nicht, ob ich heute Abend in VoiceCon. Ich spiele das Spiel eigentlich jeden Tag, mir macht das echt viel Spaß. So, jetzt haben wir das auch endlich. Und heute hat das irgendwie alles länger gedauert, als ich dachte. Ein Lästervogel.
Ein Lästervogel rupfen, okay. Wir rupfen einen Vogel. 150 von den Lobis müssen wir auf jeden Fall einsammeln. Oh, guck mal, er schläft. Boah, das muss man wissen, ey. Boah, das ist ja... Okay, ich glaube, das wird nicht mein Kampf, ey. Warum startet man denn bei dem Vogel? Ist das gar nicht so ein Boss-Ding? Also er hat ja gar kein Level. Ich bin verwirrt. Und die Mücke habe ich ja auch nicht. Grundsätzlich zu doof, den zu hauen. Schlecht. Einfach schlecht. So, das muss ich gleich hier machen. Genau das. Warten, 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 warten. Ich kann eigentlich am Anfang stehen bleiben. Warte mal, das erste Leben sollten wir dem eigentlich easier bekommen. Also ich richte mich nach... Okay. Oh, der Kampf wird furchtbar, ey. Das muss man einfach auswendig lernen, ey. Oh, kann ich bitte sterben? Ich möchte mein Leben nicht in der ersten Phase verlieren. So, hier ungefähr bleibt er stehen, ja, da bei dem hier, ne? Woher soll ich denn wissen, dass er das kann? Ja gut, okay, aber damit, da kann man sich ja dran gewöhnen. Da muss man wieder aufpassen, wo die nächste Münze spawnt, weil der hat ja irgendwie kein Level. Okay, der Vogel ist halt voll crazy, ey. Auch wenn die ersten beiden Leben, um ehrlich zu sein, ziemlich... Ich finde die ersten beiden Leben irgendwie enttäuschend. Thank you.
Okay, und die danach die Münze geht nach unten. Ich brauche diese Münzen, die habe ich eben nämlich nicht gesehen. Aber ich brauche die ganz dringend. Für meinen 100% Goal. Dementsprechend war das gar nicht schlimm, dass ich gestorben bin, weil jetzt weiß ich, wo die Münze ist. Die Münze bleibt auf der linken Seite. Merk dir diesen Schrei. Jetzt hab ich den Einsatz verpasst. Was ist denn los, echt? Das habe ich doch schon tausendmal gemacht, ey. Also so gefühlt zumindest. Ah, muss jetzt am Schwanz ziehen. So, das muss ich machen gleich. So, das muss ich machen. Er macht mich fertig, ey. Seit wann kommt er denn so schnell wieder? Darf ich dich fragen, machst du auch das gleiche Gesicht wie der Vogel? Aber auch knapp irgendwie in letzter Zeit, ey. Krasse Attacke. Habe ich irgendeine Schwachstelle übersehen? Ich dachte, vielleicht zieht er die Dinger dann ein, aber... Ich verstehe die Phase nicht. Ich weiß nicht, was ich machen muss, um einen Punkt zu machen. Weil ich kann ja nicht angreifen. Weil wenn ich ihn berühre, verliere ich jetzt sofort ein Leben. Das ist ja klar.
nicht den angreifen, wenn er dann geschrien hat. Nee, kann ich nicht. Muss ich den Kampf verstehen?